Großalarm mitten in der Nacht zum Sonntag in Wentorf. Am Golfclub sollte ein Müllcontainer brennen, doch als das erste Feuerwehrauto eintraf, stand bereits das Dach des zweistöckigen Vereinshauses großflächig in Flammen. Dort wohnt auch ein Ehepaar, welches die Gastronomie des Golfclubs betreibt. Einsatzleiter Orm Rudolf forderte deshalb sofort Verstärkung an. Ja, wir sind gegen kurz nach eins alarmiert worden zu einem brennenden Papierbehälter, Abfallbehälter hier am Golfclub. War der erste Feuerwehrmann hier vor Ort. Habe gesehen, dass das Feuer des Abfallbehälters sich bereits auf die Dachhaut ausgedehnt hat. Das hat sich von dem Altpapiercontainer hochentwickelt zu dieser Dachhaut. Da hat sich zwischen zwei Geschossdecken weiterentwickelt. Und wir sind momentan dabei, von innen wie von außen die Dachhäute zu öffnen, um in den Zwischendecken entsprechend ablöschen zu können. Waren denn noch Personen im Haus und mussten Sie die retten? Nein, die Personen waren bereits aus dem Gebäude raus, konnten wir hier antreffen. Dafür waren noch zwei Katzen im Gebäude, die wir da entsprechend gesucht haben. Insgesamt waren 80 Helfer im Einsatz. Die Feuerwehr Wentorf hat die Wehr aus Rheinbeek und die Drehleiter aus Glindenach alarmiert. Die Löscharbeiten waren langwierig, weil sich das Feuer unsichtbar in die Zwischendecke des Dachstuhls gefressen hatte. Dies konnten die Zugführer nur mit Hilfe von mehreren Wärmebildkameras kontrollieren. Und immer wieder entdeckten sie dabei auf dem Monitor gefährliche, für das Auge eigentlich unsichtbare Glutnester. Fassungslos beobachteten die Vorstandsmitglieder des Wentorf-Rheinbecker Golfclubs die Löscharbeiten und den erheblichen Sachschaden. Doch es hätte weitaus schlimmer enden können. Das Gastronomen-Ehepaar war im Haus, hat das dann wohl rechtzeitig mitbekommen, sodass ihnen beiden nichts passiert, außer natürlich, dass sie psychisch gelitten haben in der Zwischenzeit. Ich selbst habe keine Erkenntnis, ich habe nur das, was man mir gesagt hat hier, dass die Müllbehälter gebrannt haben und dadurch das Feuer nach oben geschlagen ist und der Dachstuhl dann gebrannt hat. Nun brennen ja so Müllbehälter nicht einfach so, gehen Sie von Brandstiftung aus? Muss man wohl tun, ja. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr noch im Einsatz. Es gelang den Helfern, das Archiv des drittältesten Golfclubs Deutschlands vor den Flammen zu retten. Sobald das Haus wieder begehbar ist, wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen.